Hallo ihr Lieben, ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein Top 5 Video. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es im Nachhinein tatsächlich Top 5 Video nennen werde, weil es auch einen anderen Titel haben könnte und ich weiß nicht, ob das so recht zusammenpasst. Aber auf jeden Fall habe ich heute mir gedacht, dass ich euch ein paar Bücher aus meinem Bücherregal zeige, wo ich überlege, ob ich sie aussortieren soll oder nicht. Aber nicht, weil ich sie nicht gut finde oder weil ich keinen Platz mehr habe oder so, sondern aus anderen Gründen, aus seltsamen und besonderen Gründen, aber aus Gründen. Und deswegen, ja, fangen wir einfach mal an. Beziehungsweise sind sogar 6 Bücher, 2 sind halt Band 1 und Band 2 und ich dachte, das kann ich zusammenpacken. Auf jeden Fall fangen wir mit diesem Buch hier an. Firefight von Brandon Sanderson. Dieses Buch fand ich sogar sehr gut. Also ich finde die Reihe allgemein wirklich gut. Das Problem ist nur, Firefight ist das einzige Buch dieser Reihe, das ich hier zu Hause stehen habe. Und ich finde die Reihe nicht so gut, dass ich die anderen beiden Bände mir dazu kaufen würde. Und ich glaube auch nicht, dass ich sie komplett nochmal lesen würde. Deswegen reicht es mir eigentlich, die Bände aus der Bibliothek auszuleihen. Ich habe es mit dem ersten ja auch so gemacht und mit dem dritten werde ich es jetzt auch so machen, weil ich, ich hatte es angefragt beim Verlag, aber leider nicht bekommen. Deswegen ist es halt das einzige Buch von der Reihe, das hier steht und ich weiß, dass ich es höchstwahrscheinlich nicht normal lesen werde. Und das ist das einzige Buch dieser Reihe. Und ich verstehe einfach den Sinn darin nicht, wieso ich es behalten sollte. Ja, ich fand es gut, aber ich werde es nicht normal lesen. Und es ist das einzige Buch der Reihe, das der zweite Band ergibt irgendwie keinen Sinn, es hier zu behalten. Aber ich möchte es auch nicht wirklich hergeben, weil ich es halt eben gut fand. Deswegen struggle ich ein bisschen. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ihr könnt gerne sagen, hey Lene, gib das bitte, gib das einfach weg. Das bringt dir nichts, wenn es bei dir rumsteht. Oder sag, ey, das würde ich behalten, das ist doch eine Erinnerung oder so. Ich weiß es nicht. Ich werde es höchstwahrscheinlich irgendwann weggeben. Die Frage der Zeit ist, die Frage ist nur, wann es an der Zeit dafür ist. Wann die Zeit kommt, wo ich mir denke, so, jetzt muss es weg. Also wie gesagt, es ist eine Frage der Zeit, sowas. Ein ähnlicher Fall ist es auch mit folgendem Buch. Legend, Berstende Sterne von Mary Lou. Das ist der dritte Band. Und ich mag diese Farbe, deswegen steht es auf jeden Fall noch hier. Aber das ist auch der einzige Band dieser Reihe, der bei mir zu Hause steht. Das ist der dritte Band. Ich hatte ihn irgendwann mal als Mängelexemplar gesehen und dachte mir, hey, nimm das mit, du fandest die Reihe doch gut. Da hatte ich die Bücher schon aus der Bibliothek ausgeliehen gehabt und gelesen gehabt. Dementsprechend ist dieses Buch auch eigentlich nicht angefasst. Es ist gekauft und steht seitdem im Regal. Und ich denke mal, ich werde die Reihe höchstwahrscheinlich nicht nochmal lesen, vor allem weil ich nicht die beiden anderen Bände habe und auch nicht vorhabe, dafür Geld auszugeben für eine Reihe, die ich bereits gelesen habe und wo ich denke, dass ich sie höchstwahrscheinlich nicht nochmal lesen werde. Es war halt so die Anfangsmittelzeit von BookTube, wo ich noch sehr jung und nicht so klug war, dumm, könnte man sagen, und gedacht habe, hey, gib mal Geld für links und rechts für Bücher aus, ohne wirklich drüber nachzudenken, brauchst du das. Und eigentlich brauche ich es nicht, aber es ist hübsch, also zumindest die Farbe, ich liebe das. Und ich mochte die Reihe, aber werde ich es nochmal lesen? Nein, wahrscheinlich nicht. Und was ist dann der Sinn davon, es hier zu behalten? Ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Fall wie Firefight. Irgendwann wird es wahrscheinlich gehen, aber die Frage ist, dann mit den folgenden beiden Büchern ist es noch ein ganz anderer Fall. Und zwar ist das das Feuerzeichen von Francesca Haig. Band Nummer 1 und Band Nummer 2. Band 1 fand ich wirklich gut. Ich habe dem mal, glaube ich, 4,5 Sterne gegeben, so nah an den 5 dran. Es hat mich wirklich ziemlich umgehauen, könnte man sagen. Also ich mochte es sehr gerne. Dann habe ich Band 2 gelesen und es war nicht mehr so gut. Aber es ist halt typisch Band 2, ne? Das hängt immer ein bisschen durch. Und deswegen habe ich sehnsüchtig auf Band 3 gewartet und gehofft, es wird wieder gut, sodass ich hinter der Reihe ein Häkchen setzen kann und sagen kann, ja, die war gut, vielleicht lese ich sie nochmal, vielleicht auch nicht, wer weiß. Aber das Problem ist jetzt, ich glaube, diese Reihe wird nicht weiter übersetzt. Also Band 3 steht zwar immer noch beim Random House Verlag drin, auch im Bloggerportal, aber der Release-Tag wird halt immer weiter nach hinten versetzt und immer weiter nach hinten versetzt. Ich glaube, der aktuelle Release-Tag ist irgendwann September 2019. Vielleicht kommt es noch raus, vielleicht denken sie irgendwann so, jetzt aber. Vielleicht kommt es nicht mehr raus. Es wirkt auf jeden Fall für mich so, als würde es nicht mehr auf Deutsch erscheinen. Von daher ergibt es für mich auch irgendwie keinen Sinn, diese beiden Bücher zu behalten.
weil ich die Reihe wahrscheinlich nicht beenden werde, wenn es nicht auf Deutsch erscheint. So gerne würde ich es jetzt nicht lesen, dass ich es unbedingt auf Englisch lesen müsste. Und ja, und ich werde es dann höchstwahrscheinlich auch nicht nochmal lesen, die beiden Bände. Von daher gibt es für mich dann auch keinen großen Sinn, die zu behalten. Ich finde die jetzt auch nicht sonderlich hübsch. Von daher weiß ich re nicht recht, was ich damit anfangen soll und ob ich vielleicht einfach noch abwarten soll oder die jetzt einfach loswerden soll. Ich weiß es nicht. Dann ein Buch, bei dem bin ich mir absolut überhaupt nicht sicher, was ich damit machen soll. Immer wenn ich es angucke, denke ich mir, wirst du das nochmal lesen? Wahrscheinlich nicht. Wieso steht es dann hier? Weil es halt so irgendwie besonders ist und jeder immer drüber redet und jeder immer sagt, das musst du gelesen haben und das musst du irgendwie haben und bla und bla. Und ich habe es auch bei der, in der, auf dem Flohmarkt gekauft, so für kein großes Geld, aber es nimmt halt irgendwie Platz weg und ich denke mir so, brauchst du das? Musst du diesen Platz verschenken mit diesem Buch? Und zwar geht es um John Greens, das Schicksal ist ein mieser Verräter. Jetzt werden alle in den Kommentaren aufschreien und sagen, wie kannst du das nur sagen? Aber ja, ich fand das Buch gut, aber ich fand es nicht so gut wie die meisten. Ich war nicht von den Socken gehauen. Und ich habe es einmal gelesen und ich glaube nicht, dass ich es unbedingt nochmal lesen werde. Wenn schon, dann werde ich mir den Film anschauen, weil ich den auch sehr gut fand. Vielleicht nicht ganz so gut wie das Buch, kann man schlecht vergleichen. Aber ich fand es auch sehr gut. Und wenn ich die Geschichte einfach nochmal neu ins Gedächtnis rufen will, dann gucke ich mir halt einen 90-minütigen Film an, anstatt so ein Buch zu lesen. Und ja, ich glaube, ich werde es einfach nicht nochmal lesen. Und dann gibt es für mich persönlich auch keinen großen Sinn, es hier zu haben. Auch das Buch habe ich gekauft, zwar gebraucht auf dem Flohmarkt, aber da hatte ich es schon gelesen. Und ich hatte auch nicht vor, es nochmal zu lesen. Aber da ich in diesem Moment immer noch in diesem Booktuber-Mindset war und dachte mir, ich muss diese Bücher haben, die ich relativ gut fand, habe ich es halt gekauft. Aber ich wusste damals schon, dass ich es nicht nochmal lesen werde. Deswegen eigentlich dämlich. Aber jetzt steht es hier und jetzt weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Kennt ihr sowas auch von euch selber? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und das letzte Buch. Da habe ich eigentlich alle Bücher der Autorin bereits verbannt, beziehungsweise hier halt eingeordnet mit, muss ich irgendwie loswerden. Das hier aber noch nicht, weil ich das Cover eigentlich ganz cool fand und auch den Inhalt nicht schlecht. Obwohl ich jetzt, wo ich zurückdenke, mehr Fehler dran finde, weil je weiter man zurückliegt und je mehr man mit jedem Buch Fehler an dieser Autorin und ihrem Schreibstil findet, umso weniger mag man dann die Bücher, die man mal gemocht hat. Aber selbst damals habe ich das nicht so toll gefunden. Aber ich habe es für den vollen Preis mal gekauft und irgendwie tut es mir dann immer ein bisschen mehr weh, es wieder wegzugeben, weil man so viel Geld dafür ausgegeben hat. Es geht auf jeden Fall hier um Hope Forever von Colleen Hoover. Wie gesagt, wenn ihr mich schon länger verfolgt, wisst ihr, dass Colleen Hoover nicht meine Autorin ist. Ich habe einige Bücher von ihr gelesen. Aber wie gesagt, je mehr ich gelesen habe, umso schlechter fand ich es quasi. Und das ist jetzt noch das Überbleibsel von Colleen Hoover. Das, wo ich noch nicht weiß, ob ich es loswerden soll oder nicht. Ich mag das Cover irgendwie, es hat irgendwas. Und wie gesagt, den Inhalt fand ich jetzt auch nicht so übel. Aber ich weiß nicht, ob ich es normal lesen werde. Eigentlich könnte ich es mir vorstellen, es normal zu lesen. Aber ich glaube, wenn ich es nochmal lese, würde ich es definitiv um einiges schlechter finden, als ich es damals fand. Und das schreckt mich ein bisschen ab. Und deswegen steht es noch hier. Aber was es hier soll, warum ich es noch behalte, eigentlich keine Ahnung. Von daher, ich glaube, da fehlt mir auch nur so der Anstoß, dass ich es einfach loswerde. Manchmal hat man sowas und man braucht erst noch so einen Arschtritt, bevor man die Bücher loslassen kann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken in die Kommentare. Habt ihr auch solche Bücher? Was denkt ihr über diese Bücher oder über die Gründe, die Bücher vielleicht auszusortieren oder über die Gründe, sie zu behalten? Könnt ihr mir alles gerne schreiben und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, Leute.